werden zunehmend erkranken an Dingen, von denen sie früher verschont waren. Sie werden immer häufiger Erkrankungskrankheiten erleiden und sie werden möglicherweise auch andere Krankheiten mit sich ausfechten müssen, wie zum Beispiel Thrombosen, wie zum Beispiel Helios-Bakter, alle Krankheiten, von denen man normalerweise nicht betroffen war und nicht gesprochen hat. Sie werden diese möglicherweise in Zukunft mit sich vereinbaren müssen. Jetzt im Moment die richtige Worte dafür, deswegen mache ich jetzt mal eine kurze Pause, wenn ich überlege. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.